Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Fallout 76. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sollen hier ein Versteck suchen. Bist du eine Fusionszelle? Terminal Grafikkarte? Eine Grafikkarte? Ich habe nur eine Grafikkarte. Ja, egal. Wir sollen das Versteck suchen. Das ist hier vorne, glaube ich, drin. Also bleibt mal dran. Hier findest du richtig viel Schrott. Ist ja Wahnsinn. Ich sollte mir die Dinger mal besser angucken hier. Und dann auch verschrotten, weil die bestimmt eine ganze Menge. So. Plasmagranaten brauche ich nicht. Oh, hier geht's ein bisschen nach unten. Gezackte flammende Mistgabel. Läuft. So ein bisschen abgerutscht hier. Das war's? Hat sich ja jetzt nicht so gelohnt. Wenn ich mal ehrlich bin. Da guck mal, kommt ein Spieler. So, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, nochmal da reinzugehen. Ich gehe aber erstmal nochmal zur Bergbank, verschrott nochmal ein bisschen was. Dann rutsche ich mal rüber. Was geht ab bei dir? Und leck. Was ist das denn? Habe ich mitgekriegt. Habe ich mitgekriegt. Scheiße. So, komm. Das geht ja hoffentlich schnell. Schuss und weg. Mal gucken. Wenn du das erstmal einen neuen Typ roher Nahrungsmittel findest, werden einfache Kochrezepte freigespielt. Ja, das weiß ich. So. Gib ihn. Der fliegt ganz schön oft aus dem Spiel raus. Kann das sein? Ich bin mir da nicht so sicher. So, jetzt bin ich auf dem Server rausgekommen, wo Nacht ist. Warum müssen die jetzt leer? Wieder so wenig. Ich bin auch noch.
Nein! Ah, leck mich am Arsch! Neues Spawn. So, wo sind wir? Da liegen wir. Da wollen wir natürlich auch hin. Guck mal. Da müssen wir jetzt erstmal wieder hinlatschen. Scheibendreck. Vielleicht kriegen wir einen König dann nochmal gelootet. A lot too much. Wo ist denn hier noch einer? Ernsthaft, du? Der hat gesessen. Raketenwerfer, meine Güte. Jetzt müssen wir nochmal hier zur Holzfarm. Fehlt mir jetzt noch hier. Wo war denn hier der... die Werkbank? Brauchen wir noch, müssen wir die ganzen Waffen zerschrotten. Und dann können wir weiterziehen. Wo waren das? Bleibt nicht hier. Da. Da ist sie. So, erstmal gesamten Schrott.
Behalt man natürlich, aber du kommst weg. Kurzes Jagdgewehr Stufe 20, kurze Pumpgun. Bin immer noch zu schwer. Scheibendreck. Ja, muss ich die Pumpgun kaputt machen. Halt mal eben 20 Gewichtseinheiten. So. Jetzt ab nach Hause. So. Übel Ecke hier. Ja, wie gesagt, von denen braucht man später auch irgendein Material für den Roboter. Frag mich auch nicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt schon hat oder ob man das erst bekommt, wenn man die Quest hat. Ich habe mich ja da mal so ein bisschen schlau gemacht. Du brauchst auf jeden Fall ohne Ende Schrauben, Federn, Öl, glaube ich. Und du musst Level 25 sein. Na, ich bin erstmal froh, hier wieder zu Hause zu sein. Schrott ablegen. So. Angefragter ja, ich hoffe, ich bin damit. Egal. Ja. Welche brauche ich dafür? 308er. Den muss ich natürlich wieder mitnehmen. Was noch zusammen herstellen. Wenn man nebenbei hier mal ein bisschen gucken. An meinem Labortischen. Keine Frage, ob das nötig ist oder nicht. Dann kann man die nämlich auch hier nochmal ablagern, glaube ich. Da bin ich nicht viel leichter geworden. Unsere Waffen und so nochmal an. Nicht mehr lange hier. Ich modifizieren. Oh, nein, auch alles ein bisschen im Blick haben. Zu die Waffen sagen. Standardvisier, was haben wir hier drauf? Justierter verlängerter Lauf.
Präziserkolben. Reicht. Reflexpunkt haben wir. Reflexkreis. Standardisierte Leucht. Ja, ich glaube, da ist sie ein bisschen besser jetzt so. Wie gesagt, jetzt könnten wir darüber gehen. In Mount Blair. Warum ist die Quest denn jetzt weg? Na, da war da auch eine drin. Ich bin im nächsten Tagebuch Mount Blair. Das fehlende Glied. Mingua Spuren. Ja, das geht da hoch erstmal. Aber glaube ich eher dahin reisen wollen. Frage, lohnt sich das jetzt noch? Guck mal, hier ist auch noch eine. Um Gottes Willen. Viele, viele Quests. Ja, wir müssen wahrscheinlich so oder so hier hin. Big Ben Tunnel West, wo auch immer der hinführt. Alle ein bisschen höherstufig auf jeden Fall. Boah, 92. Aber wir machen das hier der Aufseherin. Wisst ihr was? Ich mache hier heute mal Feierabend. Ein bisschen kürzer die Folge und versuche dann mal nächste Woche. Übermorgen mich hier hin zu quetschen, ne? Also, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.